Das Spiel gegen Österreich am Freitag, kann man diesen Gegner denn überhaupt ernst nehmen? Ja gut, Österreich hat natürlich immer wieder auch gezeigt, dass sie international auch mitspielen können. Zwar nicht bei internationalen Turnieren, EM müssen sie selber veranstalten, dass sie dabei sind, aber auch bei der WM nicht dabei gewesen. Insofern glaube ich natürlich, haben wir auch immer wieder gesehen, dass es schwierig sein wird für die Österreicher, uns zu schlagen. Toni Bolster, Rekordtorschütze des ÖFB. Schön, dass Sie da sind. Joachim Löw hat vor kurzem gesagt, dass Österreich dann nur Turniere spielen kann, wenn man selbst Ausrichter ist. Was halten Sie davon? Ja, das würde ich jetzt nicht hochsterilisieren. Ich glaube, ich denke, wir haben jetzt auch eigentlich ganz gute Spieler drinnen. Die Chancen, dass wir Deutschland schlagen, die stehen, würde ich sagen, 70-50. Aber das Motto ist klar, wir werden gegen Deutschland alles bieten müssen. Ich habe immer gesagt, gegen Deutschland muss man umfallen bis zum Kämpfen, das ist keine Frage. Ich habe ja selber schon bewusst, dass man Deutschland schlagen kann. Ich habe zwei Treffer erzielt und also es wird ein tolles Match. Ich freue mich darauf und schauen wir mal, wie es ausgeht. Lothar Matthäus, wie sehen Sie dieses Duell? Ja gut, für Österreich ist natürlich einiges drin, wenn Deutschland zum Beispiel nicht den Weg ins Stadion findet, wenn sie sich verfahren am Weg ins Stadion, dann in die Allianz Arena nicht finden, das Navi versagt, immer wieder schon mal vorgekommen. Das kann natürlich passieren, dass Österreich alleine am Spielfeld steht, Deutschland kommt nicht zum Spiel, dann glaube ich, ist ein 0-0 drin. Andi Herzog, Rekordnationalspieler von Österreich. Teilen Sie die Meinung oder sehen Sie das ganz anders? Ja, das glaube ich eigentlich nicht. Ich meine, ich muss ehrlich sagen, wir haben schon bewiesen, dass wir Österreich eine gute Mannschaft haben. Wir haben Deutschland auch schon geschlagen, 1986 im Praterstadion, 4-1, haben wir es weggeschossen und ich muss sagen, die Mannschaft, ich habe mit dem Kohler geredet, die Mannschaft wirkt sehr homogen. Ich habe gesagt, es ist mir eigentlich wurscht, wer in der Mannschaft homogen ist. Solange er seine Leistung am Spielfeld bringt, kann er privat machen, was er will. Franz Beckenbauer, Sie sind der Kaiser. Der Kaiser hat immer recht. Wie geht das Spiel aus? Und man muss natürlich auch sehen, dass Österreich hat sich auch entwickelt. Ja. Da ist ein Spieler dabei vom FC Bayern, der Alibaba, der Araber, ein Araber ist dabei, ja, richtig. Ja. Großartiger Spieler, Champions League gewonnen. Ja. Also ich glaube, die Löw-Elf muss gewarnt sein, dass sie keine böse Überraschung erleben. Ja. Herr Schwarzenegger, Sie sind der berühmteste Österreicher, möchte ich sagen, seit Falco tot ist. Wie stehen Sie zu dem Spiel Deutschland gegen Österreich? Nein, das ist kein Spiel, das ist ein Ernst. Also, das ist ein Battle on the field, you know. Also du musst natürlich rausgehen, du musst den Gegner peitschen wollen, du musst ihm schlagen wollen, du musst ihm briefen wollen, du musst ihm austreten aus dem Stadion, you know. Also das ist immer so ein Friendship und da muss man immer Final tauschen und Hand geben und Gratulations. Da geht es um ein bisschen was, da geht es um die World Championship in Brasilien, you know. Und wenn die Österreicher da nicht aus sich eine Brust zeigen, die müssen eine Bristol haben, you know? Die müssen strotzen vor Endorphin, Adrenalin, da muss es like that aus die Uhrwascheln spritzen, you know? Und dann hast du Kraft und dann gehst du aus und panierst das wie die Schnitzel. Herr Löw, Herr Schwarzenegger, Beckenbauer, Matthäus und so weiter und so fort, Toni Polster, Herzog, ich danke Ihnen. Danke auch.